Meine sehr verehrten Damen und Herren, koloniale Objekte und historische Gerechtigkeit lautet der Untertitel unseres heutigen Symposiums. Und bei einem solchen Untertitel hat man als Rechtswissenschaftler in der Regel keinen leichten Stand. Denn die Unterscheidung zwischen Recht und Gerechtigkeit stellt zwar eine zentrale Notwendigkeit jeder juristischen Praxis und auch jeder rechtswissenschaftlichen Betrachtung dar, und zwar auch in liberalen, freiheitlichen Rechtsstaaten, die in der Sache durchaus versuchen, mit den Mitteln des Rechts nach Gerechtigkeit zu streben. Für den juristischen Laien ist diese Unterscheidung aber dennoch eine der größten Zumutungen, die das Recht für ihn bereithält. Und auch ich kann Ihnen diese Zumutung in den nächsten 20 Minuten leider nicht ersparen. Ich will es gleichwohl nicht bei ihr bewenden lassen, sondern sie einbetten in einige systematische Überlegungen zum Faktor Zeit und zu der Rolle, die das Recht bei der Bewältigung vergangenen Unrechts spielen kann, wenn eine solche Rolle politisch gewollt ist. Die Idee, Konflikte mit den Mitteln des Rechts zu lösen, birgt immer ein großes Versprechen, dessen Überzeugungskraft sich Juristen auch gerne als Ressource zunutze machen. Rechtliche Konfliktlösungsinstrumente sind in der Lage, Streitschlichtungen anzubieten, die nicht nur durch ihre Verbindlichkeit, sondern auch durch Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit und Verfahrensgerechtigkeit geprägt sind. In dem Konzept des Rechtsstaats, das gerade im deutschen Rechtskreis seit dem Zweiten Weltkrieg besonders stark gemacht wird, treffen all diese Ideale und Erwartungen zusammen. Das Völkerrecht, das heute den Schwerpunkt meiner Ausführungen bilden soll, besitzt diese Fähigkeit von vornherein nur in einem deutlich geringeren Ausmaß als das traditionelle innerstaatliche Recht, weil seine Verbindlichkeit deutlich fragiler, seine Durchsetzbarkeit deutlich zurückgenommener und sein demokratischer Ursprung deutlich indirekter ist, als dies rechtsstaatlichen Erwartungen im innerstaatlichen Bereich entspricht. Auch deshalb kann das Völkerrecht Fragen nach historischer Gerechtigkeit, so viel kann ich an dieser Stelle schon einmal vorwegnehmen, nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich befriedigend beantworten. Für die Frage der Restitution der Säule von Cape Cross gilt hier nichts anderes. Gerade bei der Wiedergutmachung kolonialen Unrechts kommen jedoch zwei wesentliche Faktoren zu diesem allgemeinen Defizit hinzu, die die Konfliktlösungsfähigkeit des Völkerrechts in besonderer Weise infrage stellen. Zum einen ist das die besondere Bedeutung des Faktors Zeit, zum anderen sind das die geistigen Ursprünge des Völkerrechts im sogenannten globalen Norden. Auf beides möchte ich kurz eingehen, bevor ich im Einzelnen die geltende Rechtslage erläutere. Hinsichtlich des Faktors Zeit ist zunächst ganz grundsätzlich zu bemerken, dass das Recht in erster Linie ein Instrument darstellt, um Konflikte in der Gegenwart zu lösen. Es nimmt einen bestimmten Status quo in den Blick und wendet die gegenwärtigen Regeln auf diesen Sachverhalt an. Dabei ist es zwar durchaus typischerweise so, dass zwischen einem rechtlich zu beurteilenden Geschehen und der tatsächlichen Durchsetzung des Rechts eine gewisse Zeit vergehen kann. Ein zentraler Grundsatz des Rechtes ist es jedoch, dass in diesen Fällen immer nur dasjenige Recht angewendet wird, das zum Zeitpunkt des zu beurteilenden Geschehens auch tatsächlich galt. Wenn das gegenwärtige Recht von diesem früheren Recht abweicht, muss es also unangewendet bleiben. Nur so kann das Prinzip der Rechtssicherheit verwirklicht werden. Der Rechtsunterworfene muss sich darauf verlassen können, dass sein Verhalten nur an den rechtlichen Maßstäben gemessen wird, die schon zum Zeitpunkt seines Handelns galten. Für die Konflikte um die Wiedergutmachung kolonialen Unrechts führt dies zu der Situation, dass die Vorgänge aus der Kolonialzeit in der rechtlichen Perspektive auch heute noch zunächst einmal an den Maßstäben der Kolonialzeit zu messen sind. Warum diese zeitliche Verschiebung dazu führt, dass gerade das Völkerrecht meistens keinen substanziellen Beitrag dazu leisten kann, historische Gerechtigkeit bei der Bearbeitung der kolonialen Vergangenheit anzubieten, wird deutlich, wenn man den zweiten angesprochenen Punkt mit in den Blick nimmt. Denn das Völkerrecht der Kolonialzeit, das heute immer noch auf die in der Vergangenheit wurzelnden Konflikte Anwendung findet, ist ein Recht des sogenannten globalen Nordens und das heißt, es ist ein Recht der ehemaligen oder der damaligen Kolonisatoren. Eine im heutigen Sinne historisch gerechte Lösung der aus der Kolonialzeit stammenden Konflikte kann deshalb im Grunde kaum von ihm erwartet werden.
Um die geltende Rechtslage im Völkerrecht zu verstehen, muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass sich das Völkerrecht im Grundsatz aus zwei verschiedenen Quellen speist. Dem sogenannten Völkervertragsrecht, das aus den zwischen den Staaten geschlossenen internationalen Verträgen besteht, und aus dem Völkergewohnheitsrecht, das die ungeschriebenen internationalen Rechtsgrundsätze umfasst, von deren Gültigkeit die Staatengemeinschaft stillschweigend ausgeht. Im Bereich des Völkervertragsrechts hat es wesentliche Schritte in Bezug auf die Rückgabe von unrechtmäßig verbrachten Kulturgütern erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts gegeben. Und auch seitdem verlaufen die entsprechenden Bemühungen eher schleppend. Ein Meilenstein bildet insofern die UNESCO-Konvention über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut aus dem Jahr 1970. Diese Konvention ist ihrem Ursprung nach sehr stark geprägt durch den Prozess der Dekolonialisierung und dem Kampf der ehemals kolonialisierten Staaten um die Rückgabe ihrer Kulturschätze sowie die Verhinderung weiterer Verluste. Aus diesem Grund waren es vor allem auch die sogenannten Newly Independent States, die schon sehr früh der Konvention beitraten, während die ehemaligen europäischen Kolonisatoren mehr als zögerlich reagierten. Frankreich etwa trat der Konvention im Jahr 1997 bei, Großbritannien folgte 5 Jahre später und in Deutschland konnte man sich erst im Jahr 2007 zu einer Ratifizierung durchringen. Doch ganz unabhängig von den Schwierigkeiten beim Beitritt der ehemaligen europäischen Großmächte zu der Konvention und ganz unabhängig von den sehr zahlreichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung ins nationale Recht, bietet die Konvention für die Wiedergutmachung kolonialen Unrechts von vornherein keinerlei Lösung an. Genau wie die meisten anderen völkerrechtlichen Verträge auch, ist sie nämlich nicht rückwirkend anwendbar, sondern betrifft allein solche Kulturgüter, die nach der Ratifizierung der Konvention in das betreffende Land gelangt sind. Im Falle Deutschlands heißt das also, nur Kulturgüter, die später als im Jahr 2006 nach Deutschland gekommen sind, können überhaupt unter einen Rückgabeanspruch nach dieser Konvention fallen. Für die Rückgabe von Kulturgütern gilt daher, wie auch für andere Bereiche, dass bis heute ein umfassendes völkervertragliches Regime zur Bewältigung der Folgen des Kolonialismus schlicht und ergreifend nicht existiert. Nichts anderes gilt für das sogenannte Völkergewohnheitsrecht. Zwar wird immer wieder diskutiert, ob nicht schon vor der entsprechenden Nominierung durch die Haager Konvention von 1954 ein gewohnheitsrechtliches Verbot bestanden habe, im Rahmen bewaffneter Konflikte Kulturgüter aus besetzten Staaten wegzunehmen. Unabhängig davon, dass allerdings keineswegs Einigkeit darüber besteht, dass ein solcher Rechtssatz, ein solcher ungeschriebener Rechtssatz existiert, würde eine entsprechende Regel jedoch auch für den hier zu behandelnden Fall selbst dann nicht greifen, wenn man ihre Existenz anerkennen würde. Denn nach dem wiederum heute noch maßgeblichen seinerzeitigen völkerrechtlichen Vorstellungen des globalen Nordens handelte es sich bei den kolonisierten Gebieten nicht um souveräne Staaten im völkerrechtlichen Sinne und bei der Kolonisierung nicht um einen zwischen Staaten bestehenden bewaffneten Konflikt. Schon deshalb galt die Wegnahme von Kulturgütern nach den Maßstäben der damaligen Zeit nicht per se als illegal. Vor dem Hintergrund dieser strukturellen Nichtbearbeitung historischen Unrechts durch das Völkerrecht haben sich in jüngerer Zeit auf praktischer Ebene verstärkt andere Versuche etabliert, um die zugrunde liegenden Konflikte jenseits des Völkerrechts und doch nicht jenseits des Rechts zu lösen. Als wichtigstes rechtspolitisches Instrument hat sich dabei der Gang vor die US-amerikanischen Zivilgerichte erwiesen. Wie Sie alle wissen werden, ist zurzeit ein solcher Rechtsstreit vor einem New Yorker Gericht anhängig, in dem Vertreter der NAMA und Herero gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Entschädigung wegen des von deutschen Truppen begangenen Völkermords klagen. Eine solche Auslagerung internationaler Streitigkeiten in die USA ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem aus 2 Gründen attraktiv geworden. Zum einen können in den USA, anders als in Deutschland, seit einigen Jahrzehnten sogenannte Sammelklagen, Class Actions, erhoben werden, die es einzelnen Klägern ermöglichen, für eine große Gruppe Geschädigter sehr hohe Schadensersatzsummen zu erstreiten. Zum anderen sind die amerikanischen Gerichte aus ihrer Tradition des Case-Law-Systems heraus sehr viel stärker als etwa
kontinentaleuropäische Gerichte daran gewöhnt und auch dazu ermächtigt, Aspekte materieller Gerechtigkeit oder auch universeller Menschenrechte ihrer Rechtsprechung auch dann zugrunde zu legen, wenn sich solche Wertmaßstäbe erst im Laufe der Zeit politisch herausgebildet haben und nun rückwirkend auf lange zurückliegende Ereignisse angewandt werden sollen. Speziell für die Rückgabe von Kulturgütern als Mittel der Wiedergutmachung historischen Unrechts sind solche Prozesse in jüngerer Zeit vor allen Dingen für die Restitution von sogenannter NS-Raubkunst prominent geworden. Zurzeit sind mehrere Klagen vor US-amerikanischen Gerichten anhängig, mit denen die Bundesrepublik Deutschland oder deutsche Kulturinstitutionen auf die Rückgabe solcher Kunstwerke in Anspruch genommen werden. Nun ist es immer überaus schwierig, verschiedene Fälle historischen Unrechts miteinander zu vergleichen und zueinander in Bezug zu setzen. Und ohne die völlig unterschiedlichen Situationen hier gleichsetzen zu wollen, können doch trotzdem aus diesen Fällen wichtige strukturelle Probleme in der rechtlichen Bearbeitung historischen Unrechts abgelesen werden. Da es sich bei diesen Klagen vor amerikanischen Gerichten um gewöhnliche zivilrechtliche Klagen völlig ohne jeglichen völkerrechtlichen Bezug handelt, das heißt um solche Klagen, die auch gewöhnliche Privatpersonen gegeneinander anstrengen können, sind die schwierigsten Fragen zunächst diejenigen nach dem Gerichtsstand und der Staatenimmunität der beklagten Staaten. Anders formuliert, sind amerikanische Gerichte überhaupt zuständig und muss sich ein ausländischer Staat vor ihnen zur Verantwortung ziehen lassen? Im klassischen Völkerrecht ist die Antwort einfach und eindeutig. Sie lautet schlicht nein. Nach dem völkerrechtlichen Grundsatz der Staatenimmunität kann ein ausländischer Staat vor den Gerichten eines anderen Staates grundsätzlich nicht in Anspruch genommen werden. Zuständig sind allein die nationalen Gerichte des betroffenen in Anspruch genommenen Staats. So soll die Autonomie der Staaten untereinander abgesichert werden. Das amerikanische Recht macht von diesem internationalen Grundsatz allerdings zunehmend Ausnahmen. Insbesondere dann, wenn es um Klagen aufgrund von Verletzungen von Völkerrecht und hier vor allen Dingen um Menschenrechtsverletzungen geht, für die im betroffenen Land kein hinreichender Rechtsschutz gewährleistet ist, können amerikanische Gerichte sich für zuständig erklären. In jüngerer Zeit neigen amerikanische Gerichte gerade bei Fällen, in denen es um die Bewältigung von nationalsozialistischem Unrecht geht, dazu, diese eigene Zuständigkeit sehr stark auszudehnen. Bei der Frage, ob eine Völkerrechtsverletzung vorliegt, die die amerikanischen Gerichte dann ermächtigen würde, zu entscheiden, weichen sie dabei immer stärker von einer zeitbezogenen Perspektive ab und wenden heutige Maßstäbe, die insbesondere die Geltung universeller Menschenrechte in den Vordergrund stellen, auch rückwirkend auf lange zurückliegende Sachverhalte an. Trotz anhaltender internationaler Kritik ebnen sie so in kleinen Schritten zunehmend den Weg zu einer amerikanischen Universalgerichtsbarkeit für internationale Menschenrechtsverletzungen oder zumindest doch für Schadensersatzforderungen, die auf solchen Menschenrechtsverletzungen beruhen. Doch selbst dann, wenn sich amerikanische Gerichte für zuständig erklärt, folgt daraus immer noch nicht der Erfolg der jeweiligen Klage. Denn insbesondere bei Klagen auf die Rückgabe von Kulturgütern stellen sich weitere schwierige Fragen danach, welches nationale Recht von den amerikanischen Gerichten anzuwenden ist, ob also etwa Streitigkeiten nach deutschem oder nach amerikanischem Recht zu entscheiden sind. Vor allem dann, wenn das Heimatrecht des beklagten Staates zur Anwendung kommt, dürften die Klagen in den meisten Fällen nicht zum Erfolg führen. Dies gilt insbesondere auch für Rückgabeklagen gegen Deutschland und die Anwendung deutschen Rechts. Sowohl nach amerikanischem Recht als auch nach dem Recht des jeweils betroffenen anderen Staates stellt sich schließlich die Frage, welche Form der Wegnahme von Kulturgütern überhaupt aus rechtlicher Perspektive zu einem Rückgabeanspruch führen kann oder, anders formuliert, welcher Zusammenhang bestehen muss zwischen der Aneignung eines Kulturguts im Konkreten und den systematischen Unrechtsumständen, unter denen diese Aneignung erfolgte. Ein solcher Unrechtszusammenhang ist insofern relativ klar, wenn ein Kulturgut mit Hilfe von Drohung oder der Anwendung von Gewalt geraubt wurde. Deutlich schwieriger aber ist die Situation zu beurteilen, wenn das Kulturgut durch Tauschhandel erworben wurde oder, wie im Fall der Säule von Cape Cross, im Wesentlichen ohne Interaktion schlicht mitgenommen wurde. Das Beispiel von
von der Restitution der in der Zeit des Nationalsozialismus sogenannten arisierten Vermögens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zeigt diese Probleme sehr deutlich auf. Die allgemeinen rechtlichen Regeln einer bürgerlichen Gesellschaft für rechtswidrige Vermögensverschiebungen erwiesen sich hier als völlig ungeeignet, um das in einem Unrechtssystem begangene Unrecht rückgängig zu machen. Unmittelbar nach dem Krieg entschlossen sich daher die alliierten Machthaber, ausdrückliche Rückerstattungsgesetze zu erlassen, um effektive rechtliche Instrumente für eine vermögensrechtliche Wiedergutmachungspolitik bereitzustellen. Trotz dieses seinerseits überaus progressiven Schritts blieb allerdings die Frage, wann eine Vermögensverschiebung unrechtmäßig erfolgt war und damit Teil der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik war und wann es sich um einen Vorgang handelte, der sich zwar innerhalb des nationalsozialistischen Unrechtsstaats vollzogen hatte, aber trotzdem nicht an dessen Unrechtsgehalt partizipierte, eine der umstrittensten rechtlichen wie auch moralischen Fragen innerhalb dieses Wiedergutmachungsprozesses. Diese schwierigen Fragen an der Schnittstelle von Recht und Moral sind auch heute und auch vor amerikanischen Gerichten keineswegs abschließend beurteilt. Ganz im Gegenteil, dass auch im amerikanischen Recht insbesondere keine allgemeine Vermutung zugunsten der Wiedergutmachung historischen Unrechts existiert, zeigt der Umgang mit der eigenen amerikanischen Geschichte, etwa im Hinblick auf die Sklaverei oder die gewaltsame Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner. Ob sich aus dem geltenden Recht heute in diesen Fällen irgendwelche Ansprüche herleiten lassen, darüber wird seit Jahrzehnten gestritten, im Wesentlichen allerdings bisher erfolglos für die Anspruchsteller. Das alles hindert den Gesetzgeber freilich nicht, neues Recht zu schaffen, das entsprechende neue Wiedergutmachungsansprüche rechtssicher begründen kann. Dies kann entweder auf völkerrechtlicher Ebene geschehen, etwa über bilaterale Verträge mit den ehemals kolonialisierten Staaten, oder auf rein nationaler Ebene durch Erlass entsprechender Gesetze, auch ohne völkerrechtliche Verpflichtung. Bei einer solchen Debatte geht es dann weniger um ein bereits feststehendes Müssen oder Sollen, als vielmehr um ein gestaltendes Wollen, den politischen Willen, die Rückgabe von Kulturgütern als Instrument einzusetzen, um dem historischen Unrecht in der Gegenwart etwas entgegenzusetzen. In dieser Dimension der bewusst entschiedenen und in heutiges Recht überführten Rückgabe vergrößert sich dann vor allen Dingen auch das symbolische Kapital, das der Restitution als Mittel der Wiedergutmachung historischen Unrechts innewohnt. Das gilt insbesondere dann, wenn man berücksichtigt, dass im heutigen Prozess demokratischer Rechtsetzung sowohl die Legitimation als auch die gesellschaftliche Verankerung der Anerkennung des Unrechts stärker sind, als wenn lediglich auf informeller Ebene Rückgaben für den Einzelfall ausgehandelt werden. Beispiele finden sich auch hier, freilich wiederum unter ganz anderen Umständen in den USA, wo jedenfalls einzelne gesetzliche Regeln zur Rückgabe von kulturellen Artefakten an die amerikanischen Ureinwohner aus Bundesmuseen geschaffen wurden. In Deutschland wird die Frage der Restitution von Kulturgütern hingegen bisher konsequent mit Mitteln jenseits des Rechts operiert. Sehr deutlich zeigt sich dies wiederum an der in den letzten Jahren intensiv diskutierten Frage der Rückgabe von sogenannter NS-Raubkunst, für die bis heute allein die Washingtoner Prinzipien und damit nur eine unverbindliche Empfehlung existiert, obwohl sich zuletzt nicht auch durch die zunehmenden Klagen in den USA ablesen lässt, wie groß das Bedürfnis der Betroffenen ist, die Frage der Restitution einer rechtsverbindlichen Klärung zuzuführen. Auch der gerade heute schon erwähnte Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten des Deutschen Museumsbundes verweist in einer aus juristischer Sicht eher seltsam anmutenden Formulierung darauf, dass zunächst sicherlich zu prüfen sei, ob ein regelrechter Rechtsanspruch auf Rückgabe des konkreten Sammlungsstücks besteht, wohl wissend, dass ein solcher Rückgabeanspruch in aller Regel gerade nicht besteht, um dann eher vage, konsensuale Rückgabevereinbarungen jenseits des Rechts ins Spiel zu bringen. Nach dem jetzigen Stand kann das Recht daher die Frage nach der historischen Gerechtigkeit für koloniale Objekte nicht lösen. Es kann keine übergeordneten Gerechtigkeitsstandards bereitstellen, auf die sich der Gesetzgeber nicht zuvor in einem politischen Prozess geeinigt hätte. Oder umgekehrt,
Solange der Gesetzgeber nicht handelt, mag es vielleicht Einzelfallentscheidungen geben, die zu Rückgaben kolonialer Objekte führen. An den rechtlich normierten Gerechtigkeitsvorstellungen vermögen diese Entscheidungen jedoch nichts Grundsätzliches zu ändern. Würden die verantwortlichen politischen Akteure hingegen die Entscheidung treffen, diese Gerechtigkeitsstandards bewusst zu modellieren, so wäre das Recht das geeignete Medium, um diese Standards verlässlich, unvorhersehbar durchzusetzen und die Anspruchsteller nicht nur auf eine Position als Bittsteller zu verweisen. Vielen Dank.